Die fünf, ja genau die mit den fünf Fingern, stellt die Mitte dar unserer 11 Zahlen. 10 Zahlen, 11 Zahlen. Naja, im Zehnersystem haben wir 10 Grundzahlen. Wenn wir aber die Zahlen von 0 bis 10 machen, sind es eben 11. Und insofern ist die 5 auch eine komische Mitte, weil wir haben 0 bis 15 6 Zahlen und dann kommen noch 5 Zahlen bis zur 10. Es ist aber die Mitte, weil das sind 5 und das sind 5 und das gibt zusammen 10. Die 5 kommt auch vor bei zum Beispiel dem Pentagon, ne, das ist das amerikanische Verteidigungsministerium, das in einem Form eines Fünfecks gebaut wurde. Legen wir also los mit der 5, unserem Steckbrief der 5. 5. Mindestens einmal sollte ich 5 hinschreiben, ne, weil um die geht es jetzt gerade. Genau, also wie sieht die 5 aus? Wir haben 5 Striche. Und wir sagen ja, dass wir diese Schreibweise schon unübersichtlich finden und schreiben deswegen immer so. Das ist also das offizielle 5-Strich-Bild. Wobei für bestimmte Rechnungsarten ist es natürlich so leichter, da kann ich die besser hintereinander setzen. Und wir kürzen das auch schon mal ab durch das V. Das sind quasi der schräge Strich und der hinterste Strich zusammengenommen. Das ist auch eine 5, kann man sich auch merken, indem man 5 einfach mal falsch schreibt. Solange jetzt hier keine Deutschlehrer in der Nähe sind, macht das ja nichts. In den römischen Zahlen ist das tatsächlich die 5. Dann im Kreisbild, da sieht man auch noch mal, was ich mit Mitte meine. Wir haben ja zwei Gruppen. Das ist ganz wichtig, diese zwei Gruppen bei unserem Zehnerbild, unserem Kreisbild. Beide Gruppen haben übrigens 5 Kugeln, Kreise oder wie immer wir die nennen. Und bei der 5 ist jetzt genau die erste Hälfte aufgebraucht. Wir haben also 5 volle Kreise. Die ersten 5 Kreise bei meiner Farbgebung, die blauen, sind ausgefüllt. Die zweiten 5 sind leer und das meine ich mit Mitte. Das ist sozusagen die Hauptbesonderheit der 5. Und deswegen hat die 5 im Zehnersystem auch eine gesonderte Stellung, die wir später noch kennenlernen werden, wenn wir dann um die Addition im Zehnersystem, Additionstafeln und so weiter angucken, dann stellen wir fest, dass die 5 besonders einfach geht beim Rechnen. Und das liegt daran, dass hier 5 und nochmal 5 die 10 sind und deswegen passt die 5 zum Zehnersystem. So, als Rechnung haben wir dann 5 plus 0 gleich 5. Ja, weil halt, das ist ja schon die Fülle 5. Ich muss also, hier fehlt nichts. Es gibt hier keinen Defizit, um zu 5 zu kommen. Es gibt aber auch keinen zu viel. Es ist schon die perfekte 5. Und das andere ist 5 plus 5 ist 10. Diese 5 und diese 5 zusammen ergeben die 10. Sieht fast schon trivial aus, nur dass ich jetzt hier, um uns dran zu gewöhnen, die 5 immer mit dem Strich, Querstrich mache und bei der 10 setzen wir die ja so gegeneinander. Bei Zweiteilungen kann man jetzt sehen, ich kann eine Kugel nehmen, dann bleiben noch 4. Wir haben 1 plus 4. Und ich kann die ersten 2 nehmen, dann bleiben 3 übrig, also 2 plus 3. Oder ich nehme 3, bleiben 2 übrig, das habe ich aber schon. Und dann kommen wieder Wiederholungen. Es gibt also nur 2 nicht triviale Kreisteilungen. Zweiteilungen. So, das Fünfeck, das malen wir so. Wir haben eine Basis. Da kommt ein Dach drauf und das Dach ist etwas breiter als die Basis, sodass die Wände schräg nach oben gehen. Ja, und dann kann ich hier das Dach draufsetzen. Dann habe ich ein Fünfeck. Das ist das Fünfeck als Ziffer. So habe ich schon öfter geschrieben. Jetzt kommt sozusagen offiziell die Ziffer der 5. Und jetzt machen wir ja immer noch diese Rechnungen, die wir uns dann einprägen. Einmal das Kreisbild steht hier schon. Das ist zum einen 5 plus 0 gleich 5. Und hier haben wir 5 plus 5 gleich 10. Also hier sehen wir auch nochmal die Besonderheit. Nämlich die 5 taucht hier schon auf. Ich will ja hier die 5 erreichen und hier die 10. Die 5 taucht hier vorne schon auf. Und hier taucht sie zweimal auf, um 10 zu ergeben. Also besonders viele 5
bei dem Kreisbild, weil die 5 eben zum Zehnersystem passt. So, jetzt kommt die Zweiteilung. Da hatten wir gesagt, die 5 ist 1 plus 4 oder 2 plus 3. Und diese Rechnungen lohnen sich, sich bildlich einzuprägen. Also deswegen auch diese Strichvarianten hier. Wir prägen uns, das ist ja 5. Ne? Jetzt male ich es mal so. Wir nehmen ja nur einen Strich nach da und zwei Striche nach da. Also können wir diese Rechnung hier uns immer wieder vor Augen führen, umwandeln sie dann in die Ziffernnotation und dann sehen sie eben so aus. Aber das Auswendiglernen dieser beiden Rechnungen ist besonders einfach, weil wir sie sehen können. Dann kommen die Namen. Die schreibe ich immer ab, ne, weil ich bin schon mal schlecht in Rechtschreibung. Und damit das jetzt hier nicht zu Verwirrungen führt, lese ich das mal meinem Zettel ab. Also hier schreibe ich 5 noch falsch. Also 5, und das spricht man aus, 5. Dann haben wir 5 im Englischen. Das spricht man aus 5. Dann haben wir im Französischen cinq, einer der wenigen Wörter, wo hinter dem Q kein U kommt im Französischen. Ich schreibe das mal cinq. Obwohl das A natürlich mit so einem Nasal, wie sind der Franzosen dann. Dann haben wir quinque im Lateinischen. Also das K, Q spricht man ganz normal qu aus. Quinque. Im Hebräischen haben wir chamesh. Das ist also ein M, mem genau genommen. Und ein Shin, das heißt Chamesh. So muss man vielleicht noch wissen, dass die Chs werden weit im Rachen gesprochen. Also Chamesh. Und im Schwedischen haben wir Fem. Und das sprechen wir Fem aus. So, das waren so ein paar Namen. Im Alltag, was fällt mir denn da ein im Alltag? Also eigentlich nur das Pentagon. Pentagon, das ist eigentlich griechisch für Fünfeck, ist aber auch die Bezeichnung für das USA-Verteidigungsministerium, weil das Gebäude, die Zentrale in Form eines Fünfecks gebaut ist. Ich habe 5 Finger, ne? Das Ganze ist relativ universell. Das gilt nämlich auch für die Zehen und das gilt auch für alle anderen Tiere. Ich weiß gar nicht, wie weit. Bei Fischen bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn die auch 5 so Dinge haben. Das ist also relativ zentral. Und weil ich 2x5 Finger habe und die meisten von uns, das ist ja eine Mehrheit, das ist eine Erklärung, warum sich dieses System durchgesetzt hat, weil ich kann diese 2x5 Gruppierungen mit meinen 2x5 Fingern visualisieren. Ne? Dann kann ich jetzt zählen, indem ich die Finger einzeln hochnehme. Dann ist es eben, wenn ich so bin, habe ich den ersten Fünferblock voll, das ist die 5. Deswegen ist das womöglich ein Grund für das Zehnersystem. Additionsverhalten und Multiplikationsverhalten können wir jetzt noch nicht machen. Ich habe ja immer so ein Problem mit der Zeit, das habe ich schon mal gesagt. Was ist denn, wenn ich jetzt was sage über ein Video, was es noch nicht gibt, dann sage ich, ich werde dann ein Video machen. Ne? Wenn man sich dann aber das Video, weil das ist ja alles zeitlos, was wir hier machen, später anguckt, stimmt das dann nicht mehr. Jetzt habe ich mir aber Folgendes überlegt. Ich gehe davon aus, am Ende, dass man die Videos durchlaufen kann, also das ist ein Weg durch das mathematische Land, anhand der Sortierung, der Nummerierung. Also so baue ich die Nummerierung auf. Und dann ist das mit später, wenn ich sage später, ist gemeint, wenn man diesen durch die Nummerierung vorgeschlagenen Pfad durch das mathematische Land einschlägt, dann kommt es später. So definiere ich das jetzt mal. Und später, wenn wir dann im Zehnersystem rechnen werden, Addition und Multiplikation, dann werden wir hier sehen, dass die 5 durchaus hervorsticht. Okay? Jetzt kommt das kleine 1 plus 1 für die 5. Also 5 plus 0 gleich 5.
5 plus 1 gleich 6, 5 plus 2 gleich 7, 5 plus 3 gleich 8, 5 plus 4 gleich 9, 5 plus 5 gleich 10, 5 plus 6 gleich 11, 5 plus 7 gleich 12, 5 plus 8 gleich 13 und 5 plus 9 gleich 14 und 5 plus 10 gleich 15. Genauso das 1x1. 5 mal 0 gleich 0, 5 mal 1 gleich 5, 5 mal 2 gleich 10, 5 mal 3 gleich 15, 5 mal 4 gleich 20, 5 mal 5 gleich 25, 5 mal 6 gleich 30, 5 mal 7 gleich 35, 5 mal 8 gleich 40, 5 mal 9 gleich 49, 5 mal 10 gleich 50. Jetzt kommen wir mal zu den Besonderheiten. Ist das 5 was Besonderes? Nicht so richtig, ne? Es ist aber eine Primzahl. Schreiben wir jetzt mal hier hin. Es ist eine Primzahl, was wir daran sehen können, dass wir die 5 Kugeln nicht in einem Rechteck anordnen können, ja? Also das ist jetzt schon mal gescheitert. Was soll ich jetzt machen? Ich könnte den hier unten hin tun, auch nicht. Wenn ich den hier oben tue, geht auch nicht. Ich schaff's nicht. Ne? Also es gibt keine Rechteckanordnung. Das geht nicht. Und dann ist das eine Primzahl. Oder anders gesagt, das einzige Rechteck ist so ein ganz schmales, wo alle 5 Punkte in einer Reihe sind. Das zählt aber nicht als Primzahl. Und die einzige Zahl bisher, die man in ein Rechteck anordnen konnte, das war die 4. Ja, die 4 ist keine Primzahl, weil ich kann sie in einem so einem Rechteck anordnen. Später werden wir noch sehen, dass das was mit der Multiplikation zu tun hat. Jetzt wollen wir die Zweiteilung noch geometrisch sehen. Dafür malen wir uns noch mal so ein Fünfeck auf. Diesmal etwas plakativer in bunt, in Farbe. Ne? Das sind die 5 Punkte, die wir haben. Und ein Fünfeck hat 5 Ecken. Es hat aber auch 5 Seiten. Ich könnte das also genauso gut, hätte man das 5-Seit nennen können. Ne? Nicht Fünfeck. Das Wort 5-Seit ist genauso gut wie Fünfeck. Das gilt für alle Ecken. Also ein 5. Ein N-Eck ist gleichzeitig auch ein N-Seit. Jetzt haben wir hier einmal die Möglichkeit, hier unten zu teilen. Dann haben wir 2 plus das Dach sind 3. Ne? Oder wir machen nur die Spitze vom Dach weg, dann haben wir 4 plus 1. Ja, unten ist dann das Haus mit den Wänden und oben die Spitze vom Dach ist weg. Das ist diese 1, die Spitze. Und das sind genau die beiden Zweiteilungen, ne? 1 plus 4, 2 plus 3, 1 plus 4, 2 plus 3, die wir hier auch sehen. Ich habe ja mal gesagt, es macht Sinn, so Figuren mal auf die Spitze zu stellen und mal auf die Kante. Das war beim Viereck der Fall. Das liegt daran, wenn ich ein Viereck auf die Seite stelle, dann ist oben eine Seite. Und deswegen sieht die Figur, wenn ich sie auf die Spitze stelle, echt anders aus. Dann hat man so das Gefühl, das ist so ein Diamant oder sowas, ne? Eine Raute eher. Das ist aber die gleiche Figur, ich habe sie nur gedreht um 45 Grad. Und bei dem Fünfeck ist das nicht so sehr der Fall, weil ich die Spitze ja hier oben habe. Ja, deswegen gibt das hier nicht so ein neues Bild. Klar, ich kann es natürlich malen, ne? Ich kann jetzt sagen, ich mache die Seite oben und dann steht das Fünfeck eben auf der Spitze. Aber es sieht nur aus wie die gleiche Figur umgekippt. Und immer, wenn ich 2 Seiten habe, oben und unten, ist das hier ein durchaus anderes Bild. Finde ich. Das ist ein bisschen subjektiv, was ich gerade gesagt habe. So, das war die 5 und viel Spaß beim Schreiben der eigenen Karteikarte für die 5.